Hallo liebe Küchengemeinde, heute ist Samstag, der 9. März 2024 und jeden Samstag oder jeden zweiten Samstag, je nachdem, wie es mir auf Zeit rausgeht, machen wir uns heute einen Kuchen, nämlich einen wunderschönen Haselnusskuchen ohne Mehl, so dass der richtig schön saftig ist und dass der auch richtig saftig wird. Dazu verwende ich mein Geheimrezept und das zeige ich Ihnen dann ganz am Ende dieses Films. So, was brauchen wir denn dazu? Sie sehen hier, gut, das ist ein Equipment für die Kamera, das brauchen wir nicht. Aber wir brauchen hier Eier, 6 Stück an der Zahl. Wir brauchen 400 Gramm Haselnuss, und zwar gemahlene Haselnüsse. Da hinten in der Schüssel sehen Sie, da habe ich dann wirklich ganze Haselnusskerne genommen und habe die dann selbst gemahlen, weil ich die dann im Laden nicht bekommen habe. Wir brauchen 250 Gramm Zucker, wir brauchen eine Packung Backpulver, wir brauchen eine Packung Vanillezucker. Ja, wir brauchen etwas Semmelbrösel und das war's dann schon. Und wir brauchen einen Ofen, der bei 175 Grad eingestellt ist. Den schalten wir gleich rein. So, jetzt haben wir 175 Grad. Was machen wir? Wir fangen mit den Eiern an. Und zwar müssen wir diese Eier mit dem Zucker vermischen und ziemlich schaumig schlagen. Ich glaube, ich mache das jetzt von der anderen Seite, da sehen Sie das besser. Und dann stehe nicht immer ich im Weg. So, wir hauen jetzt erstmal 6 Eier hier rein. Reinzubringen. Das ist übrigens echt interessant. Wir hatten bis letztes Jahr vom Prinzip hinter unserem Haus eine Haselnussplantage. Die war relativ groß und der örtliche Bauer, der die angepflanzt hat, der hat dann die Firma Ferrero für ihre Ferrero-Küsschen damit beliefert. Aber nachdem es ein ganz schwieriges Geschäft ist und auch nicht jedes Jahr die Nüsse quasi Ertrag bringen, hat er das Ganze dann wieder aufgegeben. So, ich tue jetzt dann noch das Vanillezucker mit rein, eine Packung. Und jetzt brauchen wir noch unseren Zucker. Ich verwende hier auch keinen normalen Haushaltszucker, sondern einen Ersatzzucker, nämlich Stevia. Und das Ganze tun wir jetzt richtig schön schaumig schlagen. In der Zwischenzeit hier die Nüsse.
hier das Backpulver rein. Und wir brauchen 2 Esslöffel Semmelbrösel. Hier verwende ich auch Vollkorn-Semmelbrösel. Die werden wir gleich noch für die Form brauchen. Einen berühmten Gummimambo, wie der Alfons immer gesagt hat. Wir kratzen das ein bisschen runter hier vom Rand und dann drehen wir es nochmal auf. Das muss reichen. Dann machen wir hier mal Platz. Unsere Form. Das Monster können wir auch wegtun.
müssen wir jetzt nicht brauchen. Ich verwende jetzt ein bisschen Öl. Ich tue das Ganze jetzt mit dem Öl ringsherum einpinseln. Semmelbrösel und dann da von den Semmelbröseln immer ein bisschen da rein auf den Boden und an den Rand. Können wir das dann so drehen und dann klebt es am Rand auch fest mit dem Boden innen. Das ist natürlich die Innenseite von dem hier auch noch ein bisschen pinseln und bestreuen. Und dann geben wir unseren Teig da rein. Ordentlich verteilen. Das schaut doch schon wirklich gut aus, oder? Jetzt gehen wir den für, lass mich mal nachschauen, 65 Minuten.
rein. Seht, 1 Stunde 5 Minuten bei 175 Grad und dann sehen wir uns wieder, wenn wir den Kuchen raus tun. Bis dann. So, ihr seht, unser Kuchen ist jetzt mittlerweile heraus aus dem Ofen. Ich schneide den mal noch ganz schön raus. Jetzt eigentlich reichen. So, und wir haben ja gesagt, wir machen einen saftigen Kuchen. Und saftig kommt von Saft. Also, was machen wir? Wir geben jetzt hier leckeren Haselnuss-Cognac. Quatsch. Pushkin. Also Wodka hinzu. Dazu habe ich jetzt hier eine kleine Flasche mit einem Trichter. Und da geben wir jetzt so ein, zwei Stamperl, die man bei uns hat, hinzu. Schließen wir die Flasche, so sie sich denn auch verschließen lässt. Schauen wir mal, ob wir das auch so reinbringen. So, das haben wir richtig dosiert. Das hat jetzt genau gereicht. Und jetzt lassen wir den Kuchen noch kalt werden. Und dann drehe ich ihn um und glasiere ihn auch noch. Ich nehme immer die doppelte Menge, weil erfahrungsgemäß reicht diese Glasur für einen Kuchen nicht immer aus. Und deswegen verwende ich dann gerne zwei. Dann ist die Schicht halt auf dem Kuchen etwas dicker und ich melde mich dann wieder in ein paar Stunden, wenn der Kuchen kalt ist, weil ich habe ihn ja erst raus, der ist noch warm. Und damit wir ihn glasieren können, brauchen wir einen kalten Kuchen. Also, bis später. So, vor lauter Küchenstress hätte ich jetzt fast vergessen, die Kamera einzuschalten für den Höhepunkt dieses Videos, nämlich wir machen ja jetzt eine Glasur drauf und versuchen die jetzt ringsrum auch ordentlich drauf zu geben. Ordentlich im Sinne von Menge, denn ich hasse es, wenn da zu wenig Kuvertüre drauf ist. Bei den meisten fertigen Kuchenpackungen
sind diese mitgelieferten Kuvertüren einfach immer zu wenig. So, jetzt schauen wir mal, ob man das, was da so an braunen Gold darunter läuft, ob wir das dann auch da hinkriegen. Hier haben wir noch genügend. Leider ist mir das nicht alles gut gelungen. Wie ich versucht habe, den Kuchen rauszutun, ist er mir an zwei Stellen quasi zerbrochen. Ich weiß nicht warum, war die Backzeit zu lang, die Temperatur zu hoch oder was der Grund auch immer war. Ihr seht aber, hier hat dieser Kuchen zwei Risse und ich habe auch versucht, die zu füllen, aber das geht nicht. Also vertuschen hilft nichts. Aber wir machen trotzdem einen schönen Kuchen daraus. Ich muss ihn ja Gott sei Dank nicht verkaufen. Und ich glaube, das ist schon den einen oder anderen ebenfalls passiert. Ich weiß auch nicht, ob die Idee mit den Bröseln da in diesen Kuchen, der Kuchenform so gut war, oder ob sich das nicht miteinander verbunden hat und diese Brösel, weil letztendlich sind diese Haselnuss, dieses Haselnussmehl oder gemahlenen Haselnüsse auch nichts anderes. Ja. So im Nachhinein betrachtet, gebracht hat es nichts, denn der Kuchen ist ja dann trotzdem angelegen und ich musste ihn dann vom Prinzip mit dem Messer rausschneiden. Aber das ändert ja hoffentlich nichts am Geschmack. Versucht diese, aber ihr seht, es läuft dann da alles rein. Es hilft also auch gar nichts zu vertuschen, indem wir hier das Ganze mit Kuvertüre auffüllen. Hilft alles nichts, es läuft uns nur auf der Seite raus. Ich kann es dann am Kuchen entlang hoch machen. Aber wie gesagt, für den Hausgebrauch reicht uns das allemal. Und was wir jetzt noch machen, ist der verzweifelte Versuch des Bäckers, den Kuchen dann doch noch in irgendeiner Form herzurichten. Jetzt geben wir da überall so eine kleine Haselnuss drauf, auf jedes Stück. Wenn es dann vielleicht dann doch nicht so gelungen war. Gehört aber zum Kochen und zum Backen dazu, dass auch mal etwas schief geht. Das Loch machen wir noch zu mit der Nuss. Komm her. Will nicht. So. So schaut der fertige Kuchen aus. Wenn auch auf. Das ist jetzt noch nicht so ganz kalt ist. Aber ich sag mal, für einen Amateur-Bäcker
glaube ich, reicht das immer noch aus. Und wie ich zu sagen pflege, ich wünsche euch beim Nachbacken guten